Bedürfnis für ein neues Büro besteht wahrscheinlich schon etwa seit 15 Jahren. Und da hat es auch mal ein konkretes Bauprojekt gegeben. Aber Gott sei Dank haben wir das dazu mal nicht verwirklicht, weil es wäre natürlich heute sehr viel zu klein. Der Erlenhof hat sich die letzten Jahre stark entwickelt und natürlich haben sich auch parallel dazu unsere Dienstleistungsarbeitsplätze in der Anzahl vermehrt. Neben unserem Stammhaus sind auch neue Produktionsräumlichkeiten entstanden. Wir sind an ganz verschiedenen Infrastrukturen zu Hause und jetzt haben wir alle unsere Arbeitsplätze wieder an einem Ort zusammenfassen. Das ist ganz ein wichtiger Schritt für uns. Nicht bloß, weil es einfach schöne Arbeitsplätze sind, sondern natürlich auch, um wieder an einem Platz zu sein, mit viel Nähe zusammenzuarbeiten, uns auch zu begegnen in diesem Haus und uns auch wieder weiterzuentwickeln. Wir haben die wunderschöne Aufgabe bekommen, dass wir hier das Bürogebäude von Luhrmann Lehmann machen dürfen. Es war schon immer der Gedanke, wir möchten eigentlich den Ursprung vom Holz, den Stamm, möchten wir irgendwie inszenieren. Und dann war also die Idee, dass ein Stamm vom Erdreich durchs Gebäude wächst, wo aber nachher auch erlebbar und bespielbar ist und dass man sich darin bewegen kann. Und dann ist auch die Treppenthematik in dem Atrium entstanden. Während dem Prozess hat sich plötzlich der Name Stammhaus ergeben. Ohne dass wir das gross besprochen haben in der Gestaltung, ist es plötzlich so klar gewesen, dass das Stammhaus ist. Das Stammhaus ist nicht nur für Büroleute, wir haben auch Cafeterien, das Mittagessen, das Abendbier. Jetzt 9 Uhr, alles im Stammhaus und man kann sich hier treffen mit allen Gruppen von Mitarbeitern, die auf Merlhof tätig sind. Dadurch, dass man sich mehr trifft, glaube ich, dass es positive Veränderungen gibt vom Arbeitsklima. Ich glaube, der Wow-Effekt kommt wirklich, wenn man im Haupteingang reinläuft und unter Stegen aussteht und dann raufschaut, dann sieht man eigentlich hier, wow, das ist das Pünktchen für mich. Das Projekt des Atriums war eine große Herausforderung, denn es geht darum, die Entwurfsintention zu realisieren und zum anderen die spezifischen Möglichkeiten dieser Brettsperrholzbauweise in Einklang zu bringen mit den architektonischen Anforderungen, den räumlichen Qualitäten und dann auch natürlich den fertigungsspezifischen Eigenschaften und Einschränkungen. Also das Gebäude vereint einfach so viele verschiedene Elemente und auch Gedanken, die extrem toll umgesetzt sind. Also das bleibt sicherlich besonders. Ich glaube, es ist uns mit diesem Gebäude gelungen, um wirklich alle Kompetenzen, all unsere Tätigkeiten in der Wertschöpfungskette an diesem Gebäude aufzuzeigen, ohne dass es einfach so wie eine Aneinanderreihung von verschiedenen Sachen wirkt, sondern dass es wirklich zu einem grossen Ganzen verschmolzen ist. Speziell an dem Gebäude ist auch, dass man sehr darauf geachtet hat, dass man lokale Ressourcen verwendet. Wir haben uns auch dann kurzfristig noch entschieden, dass wir mit dem Free-Cooling-System relativ eine einfache Kühlung haben über das Erdreich. Wir haben nicht eine Klimaanlage in dem Sinn. Und das Zweite ist die automatisierten Fensterflügel, die öffnen, wo wir im Sommer eine Nachthauskühlung machen können. Dieses Stammhaus besteht ja eigentlich mehrheitlich aus einem Baustoff, der nachhaltig ist, wo wir eigentlich 50 Meter laufen können und sehen, wie der Rohstoff nachwächst. Was kann es denn noch nachhaltiger sein? Für Luhrmann Lehmann wünsche ich mir nach wie vor eine ganz grosse Faszination fürs Holz. Ganz viel Ambition und dass man die familiäre und offene Kultur, die man bei uns lebt, erhalten, pflegen und ausbauen können.